War das so? Na, ich muss da ein bisschen gerader schießen. Aber halb so wild. Das Zeug hier, das lässt sich mit unserem Mining Drill ja relativ einfach abbauen. Wunderbar. Okay, und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen für ja, Gras sorgen. Das machen wir relativ simpel, indem wir hier einfach nochmal eine Schicht abtragen. Sollte nicht so das Problem darstellen. Ja, der Mining Laser ist definitiv eine sehr, sehr praktische Sache. Spart uns auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit. So, dann machen wir hier die Lücke wieder zu. Genauso auch hier. So, und jetzt müssen wir eigentlich hier nur noch ein bisschen Erde hinpacken. Sollte nicht zu schwer sein. Und wir haben ja auch ein bisschen Gras. So, wenn wir gerade schon hier sind, packen wir hier mal schnell ein bisschen was von unserem Cracked Sand rein. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Scrap hier raus und packen das hier rein. So, wir haben ein bisschen Gras hier. Und wir müssten eigentlich auch hier. Hatte ich nicht irgendwie ein bisschen mehr Dirt? War das alles? Naja. Halb so wild. Dann sorgen wir mal dafür, dass sich das Gras hier ausbreitet. Ich packe hier einfach mal ein paar von denen hier rein. Wir können die ja mit unserem Rockcutter problemlos abbauen, wenn wir irgendwie nochmal Nachschub brauchen. So, und dann schnappen wir uns hier unsere Erde und füllen das einfach mal auf. Schon schneller. Machen wir das so von oben. So, wird doch, glaube ich, mal ganz gut. So, das sollte reichen. Dann machen wir das hier einfach zu. Und jetzt brauchen wir noch hier eine von denen. Und ich nehme einfach gerade die, die da ist. So, und die packen wir hier hin. Wunderbar.
Und dann schnappen wir uns unsere beiden Schafe. Einmal du. Na. So. Und wunderbar. Und jetzt müssen wir die beiden nur noch miteinander verkuppeln, um unseren Schafnachwuchs zu erzeugen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Habe ich hier... Jo, da haben wir es doch. So, zwei Stück reichen. Und ja, dann kann unsere Wollproduktion definitiv starten. Ich mache uns hier vielleicht noch so ein bisschen Licht. Wir müssen es nicht übertreiben. Einfach nur ein bisschen. So. Wunderbar. Damit wäre das definitiv erledigt. Und ja, unsere Schafe müssen sich jetzt erstmal ein bisschen erholen, bevor wir die nächste, das nächste Kind bekommen. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Wir haben mehr als genug andere Dinge noch zu tun. Und das Erste, was wir zu tun haben, ist definitiv mal hier schauen, wie es ressourcenmäßig hier aussieht. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Ich sammle das Zeug hier übrigens per Hand ein. Ich hätte da theoretisch auch meinen Miner-Spec verwenden können, um das rauszufischen, das Zeug. Aber ich werde das so oder so hier zur Prozessierung reingeben und dann... Das packen wir da nicht rein. Ja, sonst haben wir nichts. Gut, dann packen wir den Rest hier rein. So. Wunderbar. Samen, die kommen hier rein. So, und... Was wir definitiv jetzt noch brauchen, ist wir brauchen mal hier diese Coke Oven Bricks und ja, das ist eine Multiblock-Struktur, sprich wir müssen mehr als einen Block verwenden, um das Ding zu bauen. Hiermit bekommen wir einen und wir brauchen davon ein paar mehr. Und Moment, ich kann euch gerade mal schnell zeigen, was wir mit diesem Konstrukt vorhaben. Und zwar wird die Konstruktion so aussehen. Wir haben hier erstmal eine 3x3 große Basis, das heißt, wir haben hier 9 Blöcke und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, das ist die Konstruktion, die wir brauchen, das heißt, wir müssen 26 von diesen Bricks herstellen und damit können wir unseren Ofen herstellen. Und das ja, werden wir jetzt definitiv als nächstes tun. So, und ich muss dazu erstmal schauen, haben wir nicht irgendwo schon ein bisschen Clay? Jawohl. Das trifft sich doch ganz gut. Dann packen wir das hier rein. Thank you.
ich muss mal irgendwas mit meiner Charcoal hier anfangen. Ich habe jetzt inzwischen, ja, doch schon ein ganzes Stück davon. So. Sand. Habe ich nicht irgendwo noch Sand? Das Zeug gehört nicht da rein. Goldschwert brauche ich nicht. Weg damit. Und ja. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Da habe ich noch Sand. Wunderbar. So, das ist das Rezept. So, stellen wir uns hier mal schon ein paar davon her. So. Das reicht uns aber noch nicht. Wir brauchen, was hatte ich gesagt? 26. Das heißt, wir schnappen uns erstmal hier unseren Cobblestone und packen den da rein. Ich schnappe mir schon mal den nächsten Stack. So. Damit produzieren wir schon mal ein bisschen Sand. Das ist ganz nützlich. So, wir können uns ja, bevor wir damit loslegen, schon mal ein wichtiges Konstrukt hier zusammenbauen, das wir definitiv brauchen. Und zwar brauchen wir erstmal einen Tank. Wo habe ich... Da habe ich... So. Und dann basteln wir uns hier mal ein paar davon. Und wie war das Rezept nochmal? Halt, das wollte ich so. Glass Panes brauchen wir. Habe ich da noch irgendwo welche? Da haben wir noch welche. So. So. Dann basteln wir uns den Tank, denn mit diesem Ofen, den wir da bauen wollen, erzeugen wir ja nicht nur unsere ja, verbesserte Kohle, wir erzeugen damit gleichzeitig auch noch was anderes. Und zwar nennt sich das Creosote Oil. Und dieses Öl, das ist eine Flüssigkeit. Die ja, müssen wir natürlich irgendwo... ...produzieren. Speichern, meine ich. Das ist... falls ich es noch nicht erwähnt habe, ein Railcraft-Item. Und auch Creosote Oil ist natürlich dann von Railcraft. Und ja, ist eigentlich nicht wirklich was anderes als ja, ein Material, mit dem wir... Habe ich da noch nicht bis da unten gegraben? ja, Creosote Oil ist nichts anderes als ein Material, das wir benötigen, um unsere, diverse Railcraft-Sachen zu produzieren.
die Rails beispielsweise, die werden definitiv Creosote Oil benötigen. So, da sind wir. Wunderbar. So. Sehr schön. Okay, hier bauen wir unseren wie heißt der, Coke Oven hin. So, wir brauchen aber erstmal noch die 10 fehlenden Bricks dafür. Achso, die habe ich ja auch bei mir. Gut. Wunderbar. Damit haben wir definitiv hier mal diese Bricks und mit denen können wir uns dann unseren Ofen bauen. Und ich werde den ja, hier in die Wand reinbauen. Da haben wir unseren Ofen. Wunderbar. Und ja, hier können wir jetzt eben Kohle reinmachen. Ich kann das mal zeigen. Charcoal funktioniert nicht. Aber eben normale Kohle. Und die wird dann langsam eben in Coke umgewandelt. Oder Coke. Coal Coke, ja. Wie man sieht, das dauert ziemlich lang. Ich kann eine Sache hier aber mal kurz zeigen. Das hier ist das Rezept. Wie man sieht, macht man hier einfach nur Kohle rein und bekommt dafür Coal Coke. Und ja, wie man hier sehen kann, die Kohle, die erzeugt 4000 EU und Coal Coke erzeugt 16.000 EU. Das heißt viermal so viel wie normale Kohle oder Charcoal. Und jeder dieser Vorgänge erzeugt auch 0,5 Eimer Creosote Oil. Und das ja, werden wir, wie gesagt, oben in unserem da nicht in unserem Tank sammeln, den wir da hinten aufgebaut haben. Und